So, willkommen zum zweiten Video der zweiten Woche. Levi und ich sind jetzt sehr schön warm aus dem ersten Video und wir werden jetzt genauer die Wurftäuschungen nochmal besprechen, die wir letzte Woche schon angerissen haben und werden da ein paar rauspicken. Und für das Trainingsvideo oder für das Training braucht ihr einen Handball, einen Sockenknäuel oder unseren kleinen Ball und einen Stuhl. Genau. Drückt wieder auf Pause und holt euch die Sachen und dann legen wir gleich los. Zum Anfang brauchen wir das Sockenknäuel. Genau. Wir machen wieder unsere gute Übung mit dem Sockenknäuel von der Wurftäuschung. Bedeutet, wir haben in unserer Wurfhand das Sockenknäuel und machen eine gute Wurftäuschung, also wirklich sehr überzeugend, so hart ihr könnt. Schmeißt ihr den Arm nach vorne, aber lasst den Ball bitte nicht los oder das Sockenknäuel, sonst könnte irgendwas kaputt gehen. Genau, das machen wir jetzt einfach noch ein paar Mal, um es wirklich richtig gut reinzubekommen, dass ihr das auch gleich mit dem richtigen Handball könnt, um den loszulassen. Also wieder schön die Wurftäuschung wirklich aus der guten Wurfauslage, heißt linker Fuß nach vorne für den Rechtshänder, Arm nach oben und rüberspringen. Genau, sehr gut. Und das machen wir einfach weiter, so dass wir das wirklich überzeugend drauf haben. Sehr gut machst du das, Levi. So, wenn wir das gut drauf haben, wie wir es beide gerade drauf haben, versuchen wir es mal andersrum. Heißt, wir nehmen den Ball in die linke Hand, stellen uns dann natürlich auch andersrum, bedeutet rechter Fuß nach vorne und machen die Wurftäuschung einmal mit links. Genau. Und machen das einfach nochmal ein paar Mal. Sehr gut. Sehr schön. Und jetzt machen wir das nochmal, um euch reinzukommen, rechts und machen das nochmal richtig schön, wirklich so hart wie könnt, als würdet ihr wirklich so stark wie möglich aufs Tor werfen wollen, um ein Tor zu werfen und zieht wirklich alles, was ihr habt, in diesen Wurf rein. Genau. Sehr gut. Wichtig dabei ist, Levi, dass du dann auch auf dem Fuß stehen bleibst. Also nicht noch kurz zwei Schritte weiter gehst oder rumläufst, sondern wirklich, genau, wirklich die Wurftäuschung machst, stehen bleibt und aus der Position noch jede Möglichkeit habt, dann weiterarbeiten zu können, wie wir es jetzt auch weiter tun werden. Sehr gut hast du das gemacht. Das war schon mal unsere Einführung. Jetzt machen wir etwas, wo ihr zu Hause auch ein bisschen euch gegenseitig challengen könnt. Bedeutet, wir haben es jetzt leider nicht, aber zu Hause, wenn ihr einen Zollstock habt, nehmt ihr diesen Zollstock und legt ihn auf euren Boden. So, haben wir nicht, egal. Ihr behaltet euren Sockenknäuel in der Hand. Noch einen? Ne, nur einen. Und ihr legt, ich sage jetzt mal einen Schritt vor euch den Zollstock hin, ganz ausgebreitet, und dann macht ihr eure Wurftäuschung. Und steht dann ja auf dem rechten Fuß. Und aus der Position springt ihr so weit ihr könnt seitlich. Und dann guckt ihr mal, wie weit ihr gesprungen seid. Guckt auf den Zollstock, okay, ich bin jetzt gesprungen 80 cm oder 1 Meter. Und dann versucht ihr das zu toppen erstmal. Der Levi macht das jetzt ohne Zollstock, aber zu Hause könnt ihr alle mit dem Zollstock arbeiten. Und dann in die Kommentare schreiben, wie weit ihr wirklich seitlich gesprungen seid. Und dann bin ich mal gespannt, wer von euch am weitesten springen kann. Also, wir machen das wieder. Unsere Wurftäuschung. Du kannst mitmachen. Genau, und dann maximal weit zur Seite springen. Genau. Und dann, wenn ihr gesprungen seid, ein Bein landen und ein bisschen ausbalancieren. So wie wir das gerade eben im Aufwärmen auch schon gemacht haben, mit dem Abfedern. So, wir machen das wieder. Wieder unsere Wurftäuschung. Und maximal weit zur Seite springen.
Genau, und schön sicher stehen, abfedern. Sehr gut. Wer das gut drauf hat, kann danach direkt auch gerne den Arm wieder hochnehmen und Torgefahr ausstrahlen. Und dann geht ihr wieder hin, stellt euch wieder am Anfang des Zollstocks und macht wieder euren Wagen. Wurft euch schon, weitermachen. Genau, und wieder maximal weit zur Seite. Perfekt. Wenn das gut klappt, könnt ihr das auch gerne mal andersrum versuchen. Also gucken, wie weit ihr andersrum springt. Bedeutet, wir machen die Wurftäuschung wieder mit links. Dann stellt ihr euch natürlich ans andere Ende des Zollstocks oder dreht den Zollstock einfach um. Macht eure Wurftäuschung. Steht dann auf dem linken Fuß. Genau, und springt dann maximal weit nach rechts. Sehr gut. Dann balanciert ihr wieder schön raus. Und gut ist. Der Levi macht das jetzt auf der richtigen Seite nochmal, also Ball in die rechte Hand. Genau, und dann macht der Levi das noch zwei, dreimal. Genau, und schön seitlicher Sprung. Sehr gut. Dabei könnt ihr aber auch wirklich, so wie gerade eben in der Vorübung, wieder alles in den Wurf legen und daraus dann explosiv springen und so weit wie möglich. Sehr gut. Noch zweimal. Sehr gut. Und Sprung. Sehr gut. Sehr schön. Und noch ein letztes Mal auf der Seite. Sehr gut. Und jetzt machen wir das noch dreimal auf der linken Seite, um zu gucken, wie weit der Levi mit links springen kann. Genau. Und dann mit links. Sehr gut. Genau. Und wieder anfangen. Heißt Wurftäuschung mit links. Und maximal weit springen. Genau. Und dann schön ausbalancieren, sicher stehen. Und noch einmal. Sehr gut. Also wie gesagt, guckt, wie weit ihr springen könnt. Und euer weitestes Ergebnis schreibt in die Kommentare. Und ich und der Felix, wir gucken uns das an. Und sind gespannt, wer von euch am weitesten springt. So, als nächstes braucht ihr euren Stuhl und euren Handball. Genau, der Levi, der baut sich das kurz auf. Genau, sehr schön. Jetzt machen wir das, was wir letzte Woche auch schon gemacht haben. Bedeutet, wir machen die Wurftäuschung und danach prellen wir um den Kasten, also um euren Stuhl rum, um am Gegenspieler vorbeizukommen. Dafür ist es wieder wichtig, dass ihr wirklich auch wieder die Wurftäuschung sehr sauber ausführt, damit der Gegenspieler auch wirklich denkt, ihr wollt werfen, damit er auch wirklich die Arme in euren Wurf packt und ihr dann ganz einfach um ihn rumlaufen könnt. Bedeutet, der Levi mit rechts läuft wieder ein bisschen rechts versetzt an, macht die Wurftäuschung und prellt dann um den Kasten rum. Genau, schön die Wurftäuschung machen. Ja, sehr gut. Wem das mit dem Handball wirklich zu schwer ist, bedeutet, wer nicht gut die Wurftäuschung richtig durchziehen kann mit dem Handball, der kann sich auch gerne wieder das Sockenknoll nehmen und wirklich sehr viel Wert auf die Wurftäuschung legen und dann halt das Prellen ist halt schwer mit dem Sockenknoll. Deswegen versucht es wirklich mit dem Handball und dann läuft alles. Genau, wir machen das jetzt einfach ein bisschen. Genau, wirklich, versucht wirklich so schnell wie es geht, um den Kasten rumzulaufen, aber dabei wirklich die Wurftäuschung nicht vergessen. Bedeutet, wir legen als erstes Wert auf die Wurftäuschung und dann aufs Tempo, um den Kasten rumzukommen. Wenn ihr das gemacht habt und um den Kasten rum seid, könnt ihr euch auch gerne kurz nochmal hinstellen in die Wurfauslage, um zu gucken, kann ich werfen? Und dann euch wieder auf die andere Seite stellen. Das heißt, der Levi, wenn er rumgeprellt ist, vorbei, wie du geprellt hast. Ne? Dann bleibst du kurz stehen, guckst nach vorne, legst den Arm hoch, um zu gucken, kann ich werfen
und dann gehst du erst wieder nach hinten, okay? Genau. Kannst du auch gerne ein bisschen länger machen, also so ein, zwei Sekunden wirklich gucken und dann rumgehen. Okay. Wurftäuschung. Genau, sehr gut. Ja, sehr gut. Sehr schön. Genau so will ich das haben. Weitermachen wir. Genau. Stell dich mal ganz hinten an die Linie. Und ihr zu Hause auch, versucht das mit ein bisschen mehr Anlauf, dann macht es auch ein bisschen mehr Sinn. Da müsst ihr auch vorher nicht prellen unbedingt. Ihr könnt euch auch gerne den Ball hochwerfen und dann fangen, Wurfstäuschung machen. Das kann der Levi jetzt auch mal versuchen, sich den Ball so ein bisschen vorwerfen, fangen, die Wurfstäuschung machen und dann rumprellen. Geht genau. Und wieder. Perfekt. Genau so. Und nochmal. Wir machen das jetzt noch ein bisschen. Gar kein Problem. Jawohl, sehr gut. So, bei wem das nicht geklappt, der versucht es wieder. Mit dem Umprellen hinterm Rücken. Bedeutet, ihr macht die Wurftäuschung und prellt den ersten Preller hinterm Rücken lang und nehmt dann im Laufen um den Kasten den Ball auf und prellt weiter. Der Levi versucht es einfach und ihr genauso zu Hause auch. Heißt Wurftäuschung, genau, hinterm Rücken prellen. Genau, das ist gar nicht mehr, okay. Nur versuch wirklich, du stehst hier, machst die Wurftäuschung, prellst dann aus der Position, wo du hier so stehst, hinterm Rücken einmal, nimmst dann den Ball auf und läufst einfach um. Ja. Vorne. Und das machen wir einfach mal ein bisschen. Genau. Genau, umprellen. So, wenn ihr zu Hause einen richtig guten, vollen Ball habt, dann prellt er auch besser und rollt ihn nicht so wie den Levi gerade weg. Aber ist gar kein Problem. Der Levi versucht es einfach nochmal. Und es läuft ja auch. Sehr gut. Und nochmal. Wir machen das jetzt noch ein paar Mal. Ist das für die das normale Prellen viel zu einfach ist. Aber wenn das gut klappt, könnt ihr das gerne in der Rücken versuchen und versuchen darauf Wert zu legen, dass das auch gut klappt. Aber bei wem das erstmal noch gar nicht klappt mit dem normalen Rumprellen oder gar nicht klappen möchte mit dem Hinterrücken rumprellen, der kann das auch gerne erstmal nur noch weiterhin vorne rum versuchen. Der Levi macht das jetzt auch noch mal vorne rum, noch zwei, drei Mal und genau. Sehr gut. Dann wieder daran denken, schön wirklich ein bisschen stehen bleiben in der Hochposition, dass du auch wirklich den Arm hochnimmst. Genau. Und noch ein letztes Mal. Sehr gut. So, unsere letzte Übung auch schon, die wir auch letzte Woche schon gemacht haben, ist die Wurftäuschung mit anschließender Pirouette. Bedeutet, wir machen wieder die Wurftäuschung. Und stehen ja dann wieder mit dem rechten Fuß vorne und mit dem linken Fuß hinten. Und dann, genau, der Linke macht das einmal kurz, stellt sich genau in die Wurfposition nach der Wurftäuschung, also in diese Wurftäuschung machen. Den rechten Fuß nach vorne. Genau. Das ist die Ausgangsposition, wie ihr steht. Und dann dreht ihr euch auf den hinteren Fuß einmal halb. Setzt dann den rechten Fuß auf und dreht euch auf den Halb, sodass ihr wieder nach vorne guckt mit eurem Oberkörper und habt dann die Möglichkeit oder müsst dann einmal prellen und könnt dann wieder drei Schritte machen, um in die Wurfauslage nach vorne zu machen.
Genau, also Wurftäuschung. Und dann genauso rumdrehen. Genau. Perfekt. Dann den Wurfarm wieder hoch. Und das versuchst du jetzt nochmal. Aber ein bisschen enger und flüssiger, also ein bisschen enger am Kasten, an eurem Stuhl und ein bisschen flüssiger, genau. Und dann ist alles super. Von hier so stark? Hm? Sonst komme ich, glaube ich, nicht zum Kasten. Also wenn ich dann. Ja, du kannst auch gerne den Ball ein bisschen hochwerfen, ein bisschen nach vorne laufen, fallen, die Wurftäuschung machen und dich dann drehen. Das ist gar kein Problem. Also du kannst auch gerne ein Stückchen vorne fahren, starten, wenn das einfacher ist. Genau. Das war schon mal gut, nur du darfst die Wurftäuschung dann nicht vergessen. Ja. Also wirklich die Wurftäuschung wieder machen und um den Kasten rumdrehen. Das ist doch schon mal gut. Und das machen wir jetzt einfach noch ein paar Mal, bis es richtig flüssig drin ist, auch bei euch zu Hause. Und dann können wir ganz zufrieden die Wurftäuschung hinter uns erstmal machen. Sehr schön. Und noch ein paar Mal. Kein Problem. Das war doch ganz gut. Und wirklich den Arm wieder hochnehmen. Damit ihr das auch nicht vergesst, könnt ihr auch gerne einmal in den Sprunghof gehen. Und natürlich in den, ne? Also ihr macht die Täuschung, dreht euch, könnt da einmal brennen und dann springen. Damit ihr auch wirklich den Arm hochnehmt und einmal aufs Tor guckt. Und dann optimal. Genau. Das war perfekt. Und dann kannst du gerne noch einen Sprungwurf ansetzen. Also wirklich einmal hochspringen und ganz normal wieder landen. Arm aber noch bei oben an. Anders okay? Genau. Ja, perfekt. Und dann den Sprungwurf. Kein Problem. Ja, sehr gut. Genau so müsst ihr das haben. Genau so soll das Ende aussehen. Das war ein perfekter Richter. Der war wirklich, wirklich, wirklich gut. So, und das machen wir jetzt noch dreimal. Und dann sind wir durch. Perfekt, sehr gut. Ein allerletztes Mal. Sehr gut, gar kein Problem. War auch okay. Ihr könnt natürlich auch mit rechts abspielen, das ist gar kein Problem. Perfekt. Der Levi ist ordentlich aus der Puste. Deswegen ist es auch gut, dass wir jetzt bei diesem Video beim Trainingseinheit 2 fertig sind. Und Levi und ich freuen uns, euch in dem dritten Video und den letzten Trainingsvideo dieser Woche zu sehen. Bis gleich.